Schau dir diese leckeren Kurkuma-Nudeln mit Rucola und Tomate an. Schnell gemacht und sehr gesund. Hallo und willkommen bei Benjara kocht für euch. Heute gibt es leckere Kurkuma-Nudeln. Die sind aus Algen, haben weniger wie 10 Kalorien auf 100 Gramm. Wow! Und dazu gesundes Olivenöl, Rucola und Tomaten mit einer Tomatensoße dazu. Ja, was brauchen wir dazu? Wir brauchen unsere Pfanne, die machen wir jetzt heiß. Dann geben wir gleich dann Öl hinein und dann tun wir die Tomaten und den Knoblauch anschwitzen. Tomaten sind 500 Gramm, Knoblauch sind 4 Zehen, 100 Gramm Rucola, jetzt ein Esslöffel Olivenöl und eine Packung passierte Tomaten und Salz, Pfeffer zum Abschmecken. Pfannentemperatur, wir geben hinzu ein Esslöffel Olivenöl. Schwenken das. Pfanne ist volle Pulle und wir machen die Tomaten rein. So, Tomaten sind angeschwitzt. Dann geben wir den Knoblauch dazu. Ich habe ihn gepresst. Kannst ihn pressen, hacken, wie du möchtest. Und jetzt muss dabei bleiben, dass es nicht verbrennt. Immer rühren, rühren, rühren. Das Ganze löschen wir jetzt mit der Tomatensoße ab. Gehen auf mittlere Temperatur runter beim Herd und lassen das Ganze nochmal warm werden. Das Essen blubbert, ein Teelöffel Zucker dazu, ist wichtig bei Tomaten, um die Säure entgegenzuwirken. Einmal rühren, Salz. Wieder rühren. Dann geben wir noch mal 4 Esslöffel Olivenöl dazu. Weil wir das jetzt ja nicht mehr so stark erhitzen, bleiben dann die ganzen guten, gesunden Elemente im Öl drin. Verrühren. Das Gericht lebt davon. Dann der Rucola unterheben. Keine Angst, es passt alles rein. Der Rucola zerfällt. Dann machen wir noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ihr seht, der Rucola ist komplett in der Pfanne verschwunden. Und dann geben wir die Kurkuma-Algennudeln noch mit rein. Die ganzen brauchst du nur nach Anleitung spülen und dann noch 2 Minuten mit reingeben. Fertig. Und dann ist das Essen schon fertig, dann kann man essen. So, das Essen köchelt vor sich her, es ist fertig. Wie ihr bemerkt habt, sind wir nicht auf volle Pulle gewesen, die ganze Zeit nur auf halber Flamme. Und dann nochmal durchmischen und dann wird probiert. Lass mal gucken, dass wir alles erwischen. Sieht gut aus, haben wir Nudeln drin. Das. Wenn ihr keine Algennudeln mögt, könnt ihr auch natürlich eure Lieblingsnudelsorte nehmen. Tomaten sind verkocht, nur noch so ein bisschen ein Stückchen da. Haben wir noch Nudeln? Mmh.
Sehr geil. Schöner Knoblauch, schöner Olivenölgeschmack im Vordergrund, weil wir den ja als Geschmacksträger noch nachträglich reingemacht haben, nicht verkocht. Die Nudel ist sehr gut. Ein bisschen pikant, also sie schmeckt nach was, weil oftmals hast du bei alten Nudeln das Problem, dass sie ganz wenig Geschmack haben. Aber perfekt. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Alle Rezepte findet ihr auf unserem Blog Benyara kocht für euch, beziehungsweise benyara.de. Und dann bis nächste Woche, bis sie da heißt, Benyara kocht für euch. Teilt das Video, schickt es euren Freundinnen weiter und wir sehen uns dann. Ciao!